Damit herzlich willkommen, mein Name ist Senneke und willkommen zu Asterix und Obelix XXL3, der Kristallhinkelstein. So, wir machen ein neues Spiel. Ich habe schon mal angetestet und mal gucken, wie die Steuerung sowas ist. Ich freue mich richtig, wir spielen auf normal und solo. Und jetzt lasst uns mal ein paar Hohlmann in den Hintern treten, würde ich sagen. Freue mich voll, das ist total toll. Ach, ich liebe es. Asterix und Obelix. Ist vom Spiel her genauso aufgebaut wie Lara Croft. Und so, ich halte mal meine Schnute, jetzt geht's los. Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Apropos, nehmen wir doch diesen schönen Tag zum Anlass, um Ihnen einen kleinen Besuch abzustatten. Da ist auch schon der Häuptling Majestix, heute mal ohne seine Träger. Trubadix, der Barde, versucht ein sanftes Liedchen zu komponieren, wie es ihm seine Mama immer vorgesungen hat. Und Miraculix, der Druide, füttert seine Tauben. Kurzum, nichts, aber auch wirklich gar nichts lässt auf die düsteren Ereignisse schließen, die sich anbahnen. Und auf die schweren Prüfungen, die unseren Freunden Asterix und Obelix, den tapfersten Kriegern des Dorfes, bevorstehen werden. Ach, genau. Wo sind unsere Helden denn überhaupt? Garum Lupus. Heißt das, garen wir den Lupi, Asterix? Nein, Obelix. Garum ist das Gewürz und Lupus ist der Name des Herstellers. Ah, total toll. Nun gut, okay. Gehen wir ins Dorf zurück und schauen wir, was Miraculix, unser Druide, Neues zu berichten Morgenspaziergang. Hat. Unser Druide kann sehr viel besser laufen, seit er nicht mehr von den Bäumen fällt. Oder von einem Hinkelstein zerquetscht wird. Nicht wahr, Obelix? So, unser Auftrag ist es jetzt, ins Dorf zurückzugehen. Wir können hier einige Kisten zerschlagen. Halt Jump'n'Run. Und wir können die Charaktere wechseln. Warte mal. Jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht, aber nachher können wir das machen. Also wieder gespoilert. Nicht so gut. Aber egal. So, wir müssen ins Dorf. Das ist so quasi so ein kleines Intro, wie die Steuerung funktioniert und so weiter und so fort. Okay, langsam gehen. Ja. Zack. Okay. Nochmal. Langsam gehen und nicht hinfallen. So, jetzt aber. Lala. Ich finde das Spiel super gut gemacht, aber bevor wir das machen, ich möchte gerne diese Kisten haben, natürlich. So, denn diese bringen uns Punkte. Und die Punkte möchte ich natürlich haben. So. Mal langsam rüber. Batscheln. Okay. Zack. Ohrfeigen. Drücke X. Drücken zum Ohrfeigen und Zerschlagen der Kisten. Lala. Ach so, toll. Römer hauen. Da noch eine? Nee, das ist nur der Speer. Okay. Enge Pässe. Da kann nur Asterix durch. So, jetzt können wir. Übernehmen die Kontrolle über Obelix mit LTE. Zack. Da sind wir derjenige, der als Kind in den Zaubertrank gefallen ist. So, springen mit Asterix von Fels zu Fels. Kann das Obelix nicht? Doch. Nee, kann er nicht. Oh. So, dann wollen wir ihn noch mal ein bisschen hier. Noch eine Kiste. Lalala. Zack. Zack. So. Bitte durchzutreten, mein Herr. Hör mal, Asterix, ich habe Hunger. Obelix, denkst du eigentlich auch mal an etwas anderes? Wildschweine. Ah, ist das toll. So, Wildschwein. Mit dem Fleisch kriegen wir neue Lebensenergie. Und wir wollen natürlich nicht, dass
Obelix hungern muss, ne? Juhu, jetzt kriegen wir Spezialfähigkeiten hier. So, LB und dann können wir Lulu die Leute wegschmögeln, wegschmeißen oder was auch immer. Finde ich total toll. Idefix, riechst du, was ich rieche? Es riecht nach Wildschwein. Ja, komm her, komm her, komm her. Ey, Wildschwein. Das gibt's doch nicht. So. Energie. Jeder Spezialhieb verbraucht Energie. Schlage Römer, um sie zurückzugewinnen. Ich habe nicht mehr genug Energie dafür. Ich habe nicht mehr genug Energie dafür. So, jetzt kriegen wir von den Römern Energie. So, haben wir ja auch mal kurz aufgeräumt. Hallo Miraculix, unser Druide. Hallo, meine Freunde. Wie war die Jagd heute Morgen? Da wir gerade davon sprechen, ich fühle mich momentan etwas schwach, Miraculix. Ich könnte eine kleine Stärkung gebrauchen. Obelix, ich weiß nicht, ob ich es dir bereits gesagt habe, aber ich kann dir keinen Zaubertrank geben. Du bist hineingefallen, als du klein warst und... Haltet den Dieb! Haltet den Dieb! Nanu, das ist Rohrpostix, der Briefträger. Was ist passiert, Rohrpostix? Im Wald. Man hat mir meine Posttasche mit der ganzen Post für das Dorf geklaut. Es wurden Briefe gestohlen? Da müssen die Römer hinterstecken. Das ist sonnenklar. Warum sollten die Römer unsere Post stehlen, Obelix? Erzähl nicht so einen Quatsch. Die spinnen, die Römer. Außerdem sind sie ständig auf dem Posten. Wenn das kein Beweis ist. Mir war so, als ob mir der Himmel auf den Kopf fällt. Ich bin ohnmächtig geworden. Und als ich wieder aufgewacht bin, saß ich neben einem Baum. Tut mir leid, Rohrpostix. Aber das hört sich eher nach einer Pflichtvernachlässigung an. Und wenn ich es euch doch sage, ich wurde wirklich angegriffen. Mir ist noch ganz schwindelig. Diese Geschichte mit der gestohlenen Post ist sehr merkwürdig. Asterix, Obelix, dreht mal eine Runde durch den Wald und versucht diesem Rätsel auf die Spur zu kommen. Na, sehr gerne. So, ein seltsamer Überfall, den Ort des Überfalls finden. Können wir hier noch ein bisschen durchs Dorf schlendern, ne? Finden wir noch viele schöne Sachen. Ich liebe Rätsel. Kennt ihr eins? Nein, ich frage mich zum Beispiel, wie alt unser Druide wohl ist. Das ist eine gute Frage. Wisst ihr das vielleicht? Wenn ja, schreibt mal in die Kommentare. Eines Tages ist ein Alexandrier ins Dorf gekommen und ein paar Wochen später ist eine Bretone vorbeigezogen. Das hört sich nach Trubadix an. Oh, Meister. Mit dem können wir nicht sprechen, schade. Ich finde das Spiel sehr liebevoll gemacht. So, machen wir mal. Oh, da, guck mal. So. Schneller, Obelix. Ich nehme mir gerne die nötige Zeit. So, dann können wir hier dann darüber springen. Sag mal hallo. So. Mal darüber. Schade. Hätte ich gerne gehabt. Aber ja, holen wir uns erstmal hier die Hühnchen oder Wildschweinbraten oder was auch immer das sein soll.
Glaubst du, wir werden Römer finden, Obelix? Na klar, zu dieser Jahreszeit findet man immer welche in den Wäldern. Das ist so toll. Ich mag das. So. Energie. Diese Pilze sind echt ulkig. Sieht fast wie ein kleines Dorf aus. Wildschweine. Ich wollte gerade die Pilze kochen, als ich zu hören glaubte, wie sich eine römische Patrouille aus dem Staub macht. Da müssen wir nochmal schauen. Da komme ich ja nicht hoch. Da. Oh nein, langsam laufen, laufen. Hallo? Irgendwie hoch. Warte. Gut. Römer. Das ist doch so ein Cäsarkranz, ne? Wieso kriege ich den nicht? Kann ich da irgendwie hoch? Schade. Da kann ich hier irgendwo hoch. Nee, ne? Okay. Dann müssen wir draußen rum. Vielleicht kommen wir nochmal zu der Stelle hin. Wir müssen von der anderen Seite. Das kann auch sein. Römer. Überall Römer. Was ist da los? So, komm mal her. Kein Zweifel, hier gibt es Wildschweine. So, Energie. Uah, was war das? Hey. So. Wir auch wieder nicht hin, oder was? Mal wie geil der hüpft. Was ist denn los? Komm mal hoch hier. Geht nicht? Da, doch da, natürlich. Oder kann nur Asterix hin. Sehr schön. Und dann hier wieder raus. Fix, riechst du, was ich rieche? Es riecht nach Wildschwein. So, wollen wir mal gucken. Aquarium Kleinbonum. Schätz mal, wir müssen nach Kleinbonum, oder? Guck mal, Asterix. Idefix hat etwas gefunden. Marmorstückchen. Das ist die Post von Rohrpostix. Das deutet auf das Lager Kleinbonum hin. Okay. Warte hier auf mich, Asterix. Ich hole die Post. Es wird nicht lange dauern. Einen Moment, Obelix. Und wenn wir die Römer diesmal freundlich fragen, wenn wir zum Lager kommen, könnten wir zum Beispiel anklopfen, bevor wir reingehen. Genau das habe ich vor, Asterix. Wenn ich vor dem Wächter stehe, klopfe ich auf seine hohle Birne, bevor ich reingehe. Ich wusste nicht, dass man das freundlich sein nennt. Aber wenn du das sagst... Ah, herrlich, ich finde das so schön. Wie fesch! Römer! Juhu! Boing! So, was haben wir hier oben noch? Zack.
Hallöchen, Römer. Du bist dran, Obelix. Wenn das keine tolle Schlägerei war. Total super. Gehen wir richtig? Ne, wir müssen in eine andere Richtung, ne? Wir müssen nach Kleinbrunnum. Dann gehen wir da mal hin. Wir sind einmal mit dem Bauch. Okay, wir können Idefix auch Römer angreifen lassen. Die zwei Barbaren sind da! Ich brauche Hilfe! Ich finde das so toll. Wow, da darf man nicht rein. Okay. Ein paar Ohrfeigen. Kein Zweifel, hier gibt es Wildschweine. Ja, gibt es. Schnell, verlieren wir keine Zeit. Also, ich würde gern ein paar Römer verhauen. So, schnell mal die Kisten weggeschnatzelt hier und dann gucken wir mal. So, kleinen Bonum, betreten. Schön. Wie gefällt's euch? Schreibt's mal in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Hier, guck mal, kleinen Bonum. Okay, da müssen wir hin. Dann nehme ich mal kurz aus. Die Gallier sind so. Da! Juhu! Die Gallier sind da! Du so. Bist dran, Asterix. Genau, wollen wir ihn nochmal nicht so vernachlässigen, ne? Rollen wir hier hoch. Wir alles mitnehmen. Und ein bisschen Zaubertrank, los. Juhu! Juhu, da, so kenne ich doch Asterix. Sehr schön. Aber wohin? Gut, dann war das wahrscheinlich... Ach da, okay. Da ist ein Hebel, den nehmen wir mal. Digga, Gallier, ich muss Alarm schlagen. Ah. So, die verprügeln wir auch alle. Und Zaubertrank, juhu. So mag ich das. Der haut erstmal schön alles auseinander. So muss das sein. Komm ich da ran? Blöd. Da ist noch ein Zaubertrank. Hallöchen. Ah,
Ah, das war jetzt nicht so gewollt. Komm mal hoch. Hallo. Sehr schön. Hallöchen. Na, hast du mich gerade getroffen? Ist ja ein Ding. Hör mal hoch. So, Energie wieder aufgefüllt. Hallo. Römer hauen. Lalala. Okay. So.